Wochenende eine relativ ausführliche Recherche, weil ich vergangene Woche von Ihnen Texte in 4 meiner Kurse gegeben habe. Und dann entstanden Diskussionen und gleichzeitig hatten die Schülerinnen und Schüler Rechercheaufträge. Also die sollten sammeln, Content aus TikTok, aus Instagram, aus YouTube. Und dann wurde ich konfrontiert mit Figuren wie Andrew Tate, der mir bis dahin kein Begriff war. Und es tauchte auch auf einmal wieder Patrick Bateman auf, aber in einer anderen Form. Ich bin Jahrgang 82, das heißt also, als ich den Film konsumiert habe, war ich ungefähr so alt wie meine Schülerinnen und Schüler jetzt. Und der Umgang mit dieser Figur war ein ganz anderer. Also es wird jetzt ein Ausschnitt genommen und dieser Ausschnitt wird losgelöst von dem Charakter Bateman und von der Figur Bateman und es wird zum Beispiel nur diese Morning Routine gezeigt. Und ich als Kunstlehrerin stelle fest, dass das so was klassisch Postmodernes ist. Das ist ein postmodernes Gestaltungsmittel, das ich mir ein Versatzstück nehme und das dann collageartig zusammenfüge, aber der Kontext ist weg. Wie schafft man das mit den Schülern, das wieder gut zu kontextualisieren, ohne dass es sie überfordert? Die Wesenheit dessen, was wir in den sozialen Medien erleben, könnte man wirklich mit dem Wort Dekontextualisierung am besten fassen. Denn alles wird rausgerissen. Das beginnt mit irgendwelchen Clips von Politikeräußerungen, die dann sehr verkürzt wiedergegeben werden. Und das führt dann zu solchen Dingen, dass zum Beispiel eine Filmfigur wie Patrick Bateman zum Heroen einer neuen Männlichkeit inszeniert wird. Und der Kontext, der eigentlich da sein müsste, wäre ja zum Beispiel der, dass wir es da mit einem brutalen Frauenmörder zu tun haben. Dass wir es dort mit einer Figur auch zu tun haben. Und das ist ja das, was der Film uns nahelegt und noch stärker auch Bert Easton Ellis in seinem wunderbaren Roman uns nahelegt, dass wir es mit einer hohen Unzuverlässigkeit zu tun haben. Das heißt, hier wird eine Wahrhaftigkeit plötzlich durch die Entkontextualisierung konstatiert, die in Wahrheit überhaupt nicht vorhanden ist. Und wenn man sich dann solche sehr, sehr erfolgreichen Sexisten wie Andrew Tate ansieht, dann wird einem Angst und Bange, weil wir daran erleben können, eine ganze Generation wächst auf mit diesen Vorbildern. Und da müssen wir feststellen, dadurch, dass es nicht mehr mit YouTube und Instagram ein Gatekeeper-System gibt, finden solche Positionen in einer großen Öffentlichkeit statt. Das war früher im klassischen Fernsehen nicht. Man wird jetzt irgendwelche sexistischen kleinen Äußerungen von irgendwelchen Moderatoren mal finden. Aber man wird nicht etwas auch nur annähernd Vergleichbares finden, wie das, was Andrew Tate heute im Jahr 2023 von sich gibt. In den letzten 50 Jahren wird man so etwas nicht finden. Das heißt, da müssen wir ganz klar anerkennen, das ist präsent und das wird man auch nicht los. Nicht durch Zensur, nicht durch Bann oder irgendetwas. Das ist völlig zwecklos zu glauben, man könnte das abschotten. Dann muss man wirklich ein eigenes Internet aufbauen und auf das andere Internet hat niemand mehr Zugriff. Was es eigentlich dann nur geben kann, ist eine Rekontextualisierung. Das heißt, erst einmal diese Phänomene ganz ernst zu nehmen, sich auch nicht nur darüber zu erheben, sondern wirklich versuchen, sie zu analysieren. Und ich glaube, gerade für Schulen ist es wichtig, das zu erkennen, weil hier ist ja der Nährboden für all das vertreten. Und man muss sich ja zunächst einmal die Frage stellen, warum eigentlich ist in der heutigen Zeit eine solche Figur so erfolgreich? Woran liegt das? Das ist ja nicht einfach nur die Schuld der Algorithmen oder der Plattformen, sondern irgendetwas scheint ja da auf sehr fruchtbaren Boden zu treffen. Und da wäre vielleicht die erste Antwort, dass es tatsächlich schwierig geworden ist, für junge Männer Vorbilder zu finden, die eine Männlichkeit, die modern ist, die aber auch zugleich cool ist, in irgendeiner Weise
pflegt nach außen. Klar wird man das mitunter in der Popkultur auch finden, aber es ist tatsächlich ein sehr prekärer Status auch für junge Männer geworden. Und dass daraus dann die Orientierungslosigkeit groß ist, ist, glaube ich, logisch. Und dass sich aus dieser Orientierungslosigkeit eine Radikalisierung sich entwickelt, die dann bis hin führt zu Jordan Peterson oder Andrew Tate oder Karl S. und wie sie alle heißen. Das ist etwas, was aufhaltbar ist, was aber zunächst einmal fast folgerichtig erscheint, weil das Gegenangebot nicht gemacht wird. Und da, glaube ich, sollte man auch noch mal schauen, was bietet denn die Literatur oder die Kunst für uns? Oder was liegt denn in einer Figur wie Patrick Bateman, was man rüber retten könnte? Und das meine ich jetzt nicht so, dass ich glaube, man müsste mal die eine oder andere Figur entschuldigen oder so, sondern was ja zunächst einmal dort bewundert wird, ist ja, dass wir es dort mit einem Mann zu tun haben, der sehr diszipliniert ist, der viele Sit-Ups machen kann und Liegestütze, der seine Haut pflegt und der offenbar gut im Leben steht. Das ist ja zunächst einmal nichts Schlechtes, dass man sich gerne fit hält und gut aussehen würde. Jetzt kommt aber was bei Bateman noch hinzu, nämlich, dass er versucht, eine Fassade aufzubauen, weil er seine Umwelt fernhalten will. Er will nichts preisgeben, er will sich nicht öffnen, er will nicht, wie man heute so sagt, vulnerabel in irgendeiner Weise sein. Und wann will man eigentlich das nicht sein? Wann will man sich so derartig verschließen? Naja, wenn man die Umwelt als eine feindliche wahrnimmt, wenn man sagt, diese Gesellschaft, die hat es eh auf mich abgesehen, die greift mich an, also muss ich mich verpanzern. Und da müsste man ansetzen und fragen, ist das vielleicht gar nicht so eine falsche Gesellschaftsdiagnose, wenn man sich ansieht, wie groß die Ungleichheit ist, wie sehr wir irgendwelchen Repressionen ausgesetzt sind. Und dann müsste aber nicht der Schritt sein, dies zu individualisieren für sich und zu sagen, sieh zu, dass du auch die Ellenbogen ausfährst und es auch schaffst, sondern dann wäre zu definieren auch einmal, wie würde man sich denn eigentlich eine Gesellschaft wünschen? Ist eine Gesellschaft wünschenswert, in der man sich so verpanzern muss, in der Frau und Mann sich feindlich gegenüberstehen? Oder wäre nicht eigentlich jetzt, wo die alten Zöpfe abgeschnitten sind, die alten Hierarchien gefallen sind, eine Möglichkeit für eine ganz neue Form des Zusammenlebens? Und dies auszubuchstabieren, könnte ich mir schon sehr gut zum Beispiel in einem Unterricht vorstellen.